Aardvark wee beastie. Thank you.
So. Einen wunderschönen Pfingstmontag wünsche ich. Geht gleich los. Würde ich sagen, machen wir heute weiter beim zweiten Teil vom Unboxing. Gestern haben wir schon zwei Displays aufgemacht. Das habe ich gestern nicht ganz geschafft, ey. Kopfschmerzen und so. Also dann machen wir heute weiter. Bedroom. Hi. Ja, schmeiß mir gleich mal die Kamera um. Ja, dabei ist wieder die Hexe des Ostens, Harley. Okay, Harley ist jetzt die Hexe der Hyäne. Ich würde sagen, ich warte das eine. Vergessen, das hier war das. Wie gesagt, ja, die Cam bleibt halt mal unten. Wie gesagt, gestern arg Kopfschmerzen gehabt. Dementsprechend auch ein bisschen gedamaged im Gesicht. Will ich euch nicht antun. Dafür freue ich mich. René, du geiles Schnittchen. Danke für deinen Host. Ida, was willst du mit deinem Arsch hier schon wieder? Na mein Guter, alles fit. Wie war dein Tag bis jetzt? Kater, aha. Haben wir gesoffen oder andere Dinge gemacht? Die ganze Nacht eigentlich beschissen, wirklich beschissen geschlafen. Ich war dauernd wach. Heute früh war ich noch in der Küche gesessen wie so ein Zombie. Jetzt so seit 1-2 Stunden geht's wieder. Ich habe eigentlich gedacht, es geht gar nicht weg. Ich bringe den Stream gar nicht heute hin, aber jetzt geht's einigermaßen. Ich werde auch nicht lang machen. Ich werde bloß die Dinge aufmachen, ein bisschen quaken. Ich werde es heute nicht übertreiben. Ich muss morgen wieder auf Frühdienst. Sprich, ich muss morgen früh und viel wieder raus. Ja, ich habe es mir angeschaut, René. Ist aber im Endeffekt auch nichts anderes wie Minzöl. Aber ich habe es mir angeguckt. Ja, löschen. Minzöl. Alle Verarschbücher wieder. Ich habe gestern schon angefangen zu sortieren. Die Holos, ich habe mich an die Kommen noch nicht angetraut, ey. Weil, wenn ich sehe, was allein da drin ist. Allein das sind schon 1,3 Kilo an Karten. Hab gestern bloß noch schnell die doppelten... Harley geht's gut, ja. Harley, glaub, heute hat Harley ein bisschen Kopfschmerzen. Ich glaube, ich habe meine Kopfschmerzen Harley vermacht heute. Die ist heute ein bisschen web. Aber deswegen ist sie trotzdem dabei. Ja, Harley hat gestern, wie gesagt, ich habe ja 4 Display, 1 wollte ich zulassen, wollte, ist schon offen. Da habe ich gestern betend Harleys Hand drauflegen lassen. Dann habe ich den aufgemacht, war eine schöne Karte drin. Natürlich nicht so wie gestern. Die Secret Rare, die ich immer noch voller Stolz hier stehen habe. Ich hoffe, dass noch eine andere drin ist. Wie gesagt, ich habe gestern die Holo-Karten noch sortiert. Ein bisschen was Doppeltes habe ich auf den Markt geschmissen. Ja, aber was soll ich dazu sagen? Öffentlicher Markt ist einfach scheiße. Also Kartenmarkt ist momentan wirklich die Pest. Du kannst was auf den Markt tun. Es kommt immer so ein, ich muss leider wieder sagen, voll Spaß, der meint, er muss permanent die Preise drücken. Das ist zum Kotzen gerade. Wir haben echt gute Dinge rausgezogen gestern, ab gestern Abend rein, heute früh komme ich hin.
Naja, müssen wir nicht sagen, öffentlicher Markt, die Preise werden gedrückt wie Ende. Ja, sehr, wie gesagt, ich habe so. Wir haben ja zwei von diesen Specialware gezogen. Waren wert 42 Euro eine, kann man so sagen. Heute früh gucke ich rein, kommt so ein scheiß Hardcore, möchte gerne Profi-Seller. Nur weil er meint, der hat ein paar davon, musste ich gleich um fast 10 Euro da drücken. Ich hasse sowas wie die Pest, ey. Ich hasse sowas wie die Hölle. Deswegen sind auch noch keine Verkäufe ausgegangen. Was mich eigentlich wundert, normal neues Set geht eigentlich schnell was raus. Aber ich denke mal, das legt sich jetzt, die Preise müssen sich einspielen. Ich habe ja auch nach der Secret geschaut, was wir gezogen haben. Die war ja gestern schon bei 280 Euro gewesen. Heute früh gucke ich hin, guck so die Preise rein. Ist ein Verkäufer drin, keinerlei Kartenverkäufe, nichts neu registriert. Wahrscheinlich hat Mutti ihnen einen Booster gekauft. Hat das Secretware und drückt hier von 82 auf instant 230 Euro runter. Da kriegst du. Ja, aber warum muss man eine Karte gleich um 50 Euro runterdrücken? Kann man mit dem letzten Gebot nicht mitgehen? Ich bin so nett, ich gehe immer mit dem letzten Gebot. Ich richte mich nur nach den deutschen Händlern. Gehe mit den Geboten mit, aber da kommt dieser Hardcore-Seller, weißt du? Voll auch Karte für 15 Euro drin. Ein Hardcore-Seller mit 400.000 Verkäufen drückt die Karte für 15 Euro auf 3, 4 Euro runter. Nur weil er meint, er hat 6 Stück. Ey, das kotzt mich mal so übel an, das glaubt ihr gar nicht, ey. Der Markt ist einfach broken, also und überflutet. Ekelhaft. Einfach nur ekelhaft. Was willst du machen? Steckst du nicht drin, kannst du nichts machen, muss ich damit leben. Ich hoffe, dass ein paar Verkäufe rausgehen. Dass ich die Display und das ganze Zeug wieder ein bisschen von Geld reinhol. Genug gequatscht, ist so, ich kann jetzt nichts machen. Wir haben noch zwei Display vor uns. Ich bete, dass was Gutes drin ist. Weil ich brauche noch eine gute Karte zu graden. Weil ich habe noch Gradefly. Wir wissen ja alle, oben ist eine Karte wieder drin. Das, wo Harley gestern ihre Hand aufgelegt hat. Das mache ich zum Schluss. Hey Alex. Schau an, die verlorenen Söhne sind da. Also wir sind einer davon. Wie gesagt, da hat gestern Harley die Hand aufgelegt, ich habe aufgemacht. Harley hat es echt geschafft, dass eine schöne Karte oben drin liegt. Wie gesagt, ich mache es heute nur kurz. Ich will meine Kopfschmerzen nicht wieder fordern. Wie gesagt, die nächste versiegelte... Ich habe so viele versiegelte Karten inzwischen. Das ist unglaublich, ey. Wenn ich hier gucke, was ich hier an Karten versiegelt habe. Komplett versiegelt. Wertanlagen ohne Ende, ey. Wie gesagt, wäre nicht das Problem mit den Idioten, wo momentan auf Kartmarke die Preise drücken. Und Alex, wie war euer Pfingstsonntag? Alles gut? René hat Witchcraft, René hat nur bei Pokémon Witchcraft, nicht bei Dragon Ball. Also nicht bei Dragon Ball. Harley ist der Meinung, dass René Witchkräfte hat. Ich soll René mal jinxen lassen. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Gut, René. Ein Stapler, 12 Karten. Was gucke, ich habe die Kamera umgestellt. Nenn mir irgendeinen Stapel und irgendeine Zahl zwischen 1 und 12. Leiser, alles klar, mache ich. 6-1 oder 6-2? Besser mit der Musik? Nimm die 6? Ja. Besser? Gut. Ja, die 6. Von links oder von rechts? Also, vom Stream aus. Da oder da? Alex nimmt die 8. Nee, links. Also, von dir aus links, dir. Links den 6.
1, 2, 3, 4, 5, 6. Das ist das René-Pack. Alex, 8 links oder rechts? Also mal schauen. Ich glaube, das ist euer Kräfte. Machen wir jetzt mal den von René auf. Und rechts. Also Alex die 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Das ist für Alex. Schauen wir mal, ob René was auf dem Kasten hat. Wenn nicht, gibt's direkt Pan. Nein. Und Harry lacht schon wieder. Da können wir es ja heute ein bisschen langsam machen mit den Karten, weil Alex hat es ja noch nicht gesehen. Was heute der Camp-Fokus macht. Mach mal eine Lobesrunde, das heißt, ich habe echt. Ich brauch's gar nicht sagen, ich habe ein beschissenes Lichtverhältnis hier, echt. Ja, passt so. Super. Du brauchst echt einen dringend neuen Stuhl. Dark King, der Mechdrache, Leader. Super Saiyan Trunks. Da machen wir die erste Runde ein bisschen langsamer. Vegeta. Super Saiyan Goku. Trunks. The Cooler. Dark Broly. Super Saiyan Gohan. Leader. Mr. Satan. Angoro. Dann haben wir Android 19 Holo. Ist noch eine drunter. Ja, dann hat einsam volle Kanne verkackt. Ja doch, Renés Kräfte beschwingen sich nur auf Final Fantasy und Pokémon. Alle nicht so fest zuschlagen, bitte. So, Alex. Kannst du gern machen. So, Alex. Ich glaube, Alex mehr Glück hat. Ja, Fokus, danke. Bleib heute. Gestern war der Fokus on point. Heute bleibst du bitte auch so. Es ist Broly. Yamcha, Son Goten, Trunks, Harley, ich hätte fast wieder vergessen. Hey Ida und Bande, bin nebenher beim Raiden. Was? Wie kannst du es wagen? Wie kannst du wagen, nebenbei zu raiden? Ich glaube, dir brennt der Helm. Son Goten. King Holt. Den hatte ich gestern so oft, der verfolgt mich in meinen Träumen, Kikono. Der sieht aus Das sind Komplimente. Halle ist mein, so schaue ich jeden Morgen früh aus vor der Kaffeemaschine, wenn ich Kaffee will. Ich glaube, es hackt, ey. Satan, der Dark Shenron. Alex hat wenigstens den Vegeta Holo gezogen. Immerhin. Sehr schön. Und Goldfüße, aber besser wie René. Wie schon gesagt, die werden mit ihren Polo Designs werden sie immer besser. Ich kann ja später noch die anderen zeigen. Oh, jetzt kommt das Paket, was Harley geschenkt hat. Jetzt bin ich gespannt. Vielleicht was? Rechts das zweite im Moment, René. Harley macht dann auf. Das ist das Harley geschenkte. Freezer. Lexen Mock Dragon. Das ist übrigens Harleys Lieblingskarte, der rauchende Drache, immer noch.
chillet. Gotenks. Super Saiyajin Son Gohan. Ich mag dieses blau-rote Design so. Das schaut in Holo auch so sehr geil aus. Möchte auch, dass Halle das zeigt, damit das mal was wird. Okay, dann kann die nächste, kann dein Pack Halle zeigen. Trunks. Ach, ernsthaft. Young Invaders. Supreme Kai of Time. Wie gesagt, ich finde die immer noch toll und ich hoffe, dass wir die echt rausziehen. Andre 20. Andre 17 Holo. Noch ein Lieder, ja, gib dem Boy ja klar Thomas. Was muss das muss? Und Harley Pack, ich sag gar nichts mehr. Werden sie gestern schon, ich habe sie komplett versiegelt. Trunks Super Rare. Das war das Harley Package. Der René sagt, du sollst die Karten zeigen. René möchte, dass du die Karten zeigst. Soll ich auch das Headset noch geben? Was? Ja, so muss das. Das ist unsere Hexe der Jeden, die wir kennen und lieben. Ja, René. So, gut, dann darf ich kurz Platz mit Harley. Soll ich ihr das Headset auch noch rein? Soll ich ihr das Headset auch noch geben? Moment. Kannst du mit denen quatschen? Schaut doch schon mal gut aus. René meckert. So. Alter. Hörst du mich jetzt, René? Bin ich laut genug? Sag was, bitte. Okay. Mask Saiyan. Wings. Die sieht so dumm aus. Wings. Wings. Android 17. Double. Ich finde den so idiotisch eigentlich, aber dieses Art-Design ist voll geil. Piccolo! Okay. Invasion? Ha? Die Kackbratze? Ich nenne den Kackbratze, ist mir egal. SS Trunks, der Frachter. Furious Awakening. LOL, die haben wir noch nicht. Das ist das Design. René, du hast einen Glücksgriff. Was soll das denn? Die ist voll hübsch. Und? Eine Super Rare. Warte. Bin ich drauf touchen. Der Daddy vom Daddy. René, das waren jetzt für unsere vereinten Witchkräfte. Unsere vereinten Hexenkräfte. Ich mag dieses Denglisch eigentlich nicht, aber ist okay. Deswegen haben wir auch den Daddy vom Daddy gezogen. So. Ich gebe euch jetzt wieder zurück. Muss wie der Pickel die ganze Zeit den roten Bereich ausschlägt. Mal reden. Nee, ist nicht schlimm. Wenn man es noch nicht gemacht hat, dann hat die Kopf. Deswegen habe ich Kopfhörer seitlich immer ein bisschen vom Ohr weg. Weil wenn du Kopfhörer hast, schreist du automatisch wie ein Bescheuerter ins Mikro rein. Ist normal. Aber René, schöne Kärtchen. Dir? Ja. Das Schöne ist halt jetzt der
Ja, die ist echt schön. Der König Vegeta. Ich habe ja einige von den Karten versiegelt. Das heißt, ich kann die Karten, die ich versiegelt habe und jetzt hier rausziehe, ja versiegelt lassen. Versiegelt ist logischerweise eine Wertsteigerung. Mit denen hat mir voll auch schon gezogen. Den habe ich versiegelt, den kann ich dann zulassen. Den einzigen, den ich noch zulasse, ist den hier. Und den habe ich so noch nicht gezogen. Mal gucken. Wie gesagt, mal gucken, weil gestern ist ja die erste Secret gefallen. Ich kann sie ja nochmal zeigen. Das war gestern die erste Secret, was gefallen ist. Eine von dreien. Ist die erste, wo gestern gefallen ist, ja. Mal gucken, vielleicht haben wir Glück und ziehen noch eine. So. Ist die erste, wo gefallen ist. Das ist übrigens die, wo ich davon erzählt habe, wo der Idiot meint, er muss den Preis gleich mal um 50 Euro runterschieben. René sagt links 3. Echt schlimm, wie gesagt, ich habe gestern noch eins Kartenmarken komplett, was holen ist drauf, kann man dubbig gar nicht drauf, das lohnt sich schon gar nicht, was die Preise drücken seit gestern Abend, das ist widerlich, also da vergeht es mir teilweise echt. Son Goku Chain Attack, kein Fokus benimmlich, danke. King Cold Son Goten. Aber das ist nicht der öffentliche Markt, da kannst du nicht machen. Dabura. Saiyajin und Gohan. Chain Attack. Borgos. Son Goku, Hope of the Saiyajins. Dark Mask King. Mr. Satan. Da ist wieder Harleys, da ist Harleys Lieblingsding in Holo. Ich glaube, Absalom in Holo. Ich glaube, den haben wir schon mal, ne? Und Halle. René schickt eine Halle. Das ist jetzt wieder Halle Pack. Das ist ein Wettkampf jetzt. Erst die Special oder die Secret zieht. Ja, die Full Art Designs sind sehr hübsch. Vor allem die Holo-Effekte werden, bin ich der Meinung, irgendwie immer besser. Son Goku. Kein Fokus, danke. Also den 18. Zeig knapp, ist gerade Sonne, jetzt wieder Sonne weg. Summer Saiyajin und Goku. Nö, das geht. Das geht eigentlich sogar so. Son Goten. Summer Saiyajin und Goku. Dark Broly. King Piccolo. Der gute King Piccolo. Zangya. Supreme Kai of Time. Super Saiyajin Son Goku. Allein die Szene wäre doch kein Son Goku, Dead of the Rescue. Muss auch sagen, die englischen Holo-Effekte gefallen mir mehr als die japanischen. Ja, die Holo-Effekte von den englischen sind besser, aber ich bin der Meinung, die Art Designs sind von den japanischen fast wieder besser. The Rare Bardock. Ja, definitiv. Aber wie gesagt, die Art Designs finde ich von den Covern, also nicht Holo, von den japanischen. Ist ja nicht. Definitiv englische schöner. Okay. Ist ja. Ja, mach auf. Halt immer. Ich habe gestern noch ein bisschen Karten geschaut, so einige. Da sind schon noch coole Designs dabei, die wir noch überhaupt nicht gesehen haben.
Aber ich wollte gestern einzudehnen, hab diesen Kartenhaufen gesehen, ich war gestern. Ne. Sandgurten. King Colt. Lila. Capira. Den hat mir jetzt schon so aufgezogen. Ich finde dieses Design so toll. Ich will die endlich in Holo sehen. Die schaut so gut aus. Android 18, auch ein sehr schönes Design. Die hat man glaube ich in Holo auch noch nicht, ne? Sandgurten. Wie gesagt, diese Designs sind schon cool, diese Volldesigns hier. Die kommen dann so fast an die japanische ein bisschen ran. Da ist wieder der Tobi. Der Tobi ist heute nicht da und ich ziehe den Tobi. Das ist ein Zeichen. Der Tobi vermisst den Tobi. Demon God Gravy. Was? Links und rechts jeweils 8 Let's Shinks? Was? Links und rechts sind noch jeweils 8. Ach so. Invasion of Child. Bootcheck. Lieder. Nee, sagt rechts 2. André 17 und 18. Das dämonische Duo. Ja, die haben wir schon, aber das eben. Weil Alex halt auch hier ist. Lass uns ein bisschen Zeit noch. Und Super Saiyan Blues und Kuro. Wer braucht lang? Der Nebel braucht lang. Nö, ist einfach Stream gelabelt alles. So, für den Nepack. Ist nicht für den Nepack? Okay, dann, Entschuldigung, danach kommt der Nepack. So, Gohan. Hallo, kein Fokus. Dankeschön. Chain Attack Tora. Saya. Ich sag's dir wieder, ich mag dieses rot-blaue Design. Hat man die denn ein Holosche? Weiß es gerade gar nicht. Capira. Sandgurten. Bootcheck. Ich glaube, wenn ich hier fertig bin, brauche ich einen Brückhändler. Ich habe hier geschätzt ein paar 1000 Grad liegen. Android 20. A Sudden Escape, wer es erkennt. Bardock und Frau, also die Eltern von Son Goku. Jean, genau, Jean. Goku, was ist Goku, genau. Oh, eine Trunks, Fusion Read. Ich sage sehr viel Trunks zum Gohan sind in dem Pack diesmal drin. Gogoa wieder. So, jetzt kommt der Nepack. Kann man eigentlich Strafpunkte einführen, wenn man Scheiße jinxt? Ne, kann man nicht. Ne, Spaß. Super Saiyan 2 Son Gohan. Lieder, glaube ich. Ja. Trunks. Ich kann ja später die Holo, was ich gestern gezogen habe, nochmal zeigen, ist ja nicht das Problem. Und Gohan. Child. Wieder ein Trunks. Ich kann mir, wenn ich hier umbaue, eigentlich die komplette Wand mit Trackball-Karten tapezieren. Chile. The future is in your hands. Wer die Szene auch noch kennt. Dark Mask. Vegeta, The Young Invader. Das ist wieder eine Liederkarte, die haben wir schon gesehen, der geht nicht nochmal um. Gogoa. Wie denkt die Namen aus? Gogoa. Holo. Und? War es ein Nepack, oder? Ja. Eine Super Rare. Feiner, René. Du wirst immer sympathischer langsam. Ich weiß, dass ich gemein bin, aber jeder, der mich kennt, weiß, dass ich nicht so meine. So. Ja, das ist jetzt noch random.
Nee, macht Harlegard auf. Putin. Super Saiyajin, Gott, Son Goku. Android 17. Chenin Tektora. Chile, weiß was man ausspricht. Trunks. Oh Gott, der mit den scheiß Billen. Ich nenne immer der mit den Kappbillen. Vegeta. Full Power Unleashed. Das ist aber auch geil, ist das halt irgendwie. Das ist für dieses Rot-Blau, wo ich gemeint habe vorhin. Also jetzt 16 going all out. Trunks Holo, Trunks, The Dark Empire. Was ich auch sagen muss, die Promokarten, die in den Expansion Packs waren, die sind nicht auf dem Markt, ne? Die gibt es momentan nicht auf dem Markt. Entweder haben sie vergessen oder die stehen wieder unter irgendeinem anderen Namen drin. Und Rare Clash of the Mask Warrior. Haben wir die schon? Ja, ich glaube, die hatten wir schon. So, jetzt kommt wieder ein René-Pack. Pan und Gero. So. Super Saiyajin Gott. Super Saiyajin 4 Son Goku. Krillin. Das ist der einzige Krillin und Boba gesehen haben vom Design bis jetzt, ne? Auch Tenshinhan habe ich bis jetzt nur ein Design gesehen. Rapira. Chenin Tektora. Vegeta, The Young Invader. A New Ruler. Android 16, der Kackvogel, der Kackvogel Holo. Aber das Design ist cool, ne? Oh, ist eine Leaderkarte, aber so eine drunter. Okay, Assault aus der Android, doppelt hält besser, ja. Wie gesagt, das ist die Leader, aber Leader haben wir halt einfach nur auf eine Zeile Holo. Ist, aber das ist ein cooles Design, bin ich der Meinung. Ja, ich weiß auch nicht, wo ich den hinstecken soll. Da habe ich so ein kleiner Möchtegern Freezer, so ein Lalafell Freezer, ey. Ich weiß es nicht, was ich jetzt sage. Was ist denn der? Freezer Clan Chillet Saga. Meine Güte. So, was kommt jetzt da? Jetzt kommt wieder ein Random Pack. Ach, du liest schon mit drin, mit dem Pack, oder? Du liest mit drin, ob ich das sehe. Gut. Chain Attack. Vegeta Energy. Blub. Harleys Lieblingsdrache, der rauchende Drache. Trunks, Warrior of Hope. Cola. Sod Goten. Chain Attack. Young Invaders, Super Saiyan Trunks, ne? Kämpfokus bin ich, wie gesagt, wenn der Kämpfokus nicht was sagt, was Unstoppable Invasion. Okay, ich glaube, den haben wir noch gar nicht. Royal Supreme, auch schönes Design. Die werden mit den Designs immer besser. Und Bibidi Babidi Boo. Jetzt kommt wieder das René-Pack. Chain Attack. Oder wie ist denn Dead Ass? Freezer. Shrom. Super Saiyan 4 San Goku. Hier wird durch wieder Android 18. Der Useless Krillin. Son Goku. The New Ruler. King Vegeta Leader Karte. Ist nicht die gute, die kann man mal zeigen, da drunter ist nichts anderes. Android 18, Android 16.
Oberseite Drunks. To charge future. Schaut auch cool aus. Wie gesagt, die Designs von Drunks, die immer sind. Nee. Und? Bulma. Links zwei, meint er. Ich komme wieder in Harley-Pack. Ist immer ein Stechen zwischen Harley oder nee, ich merke schon. Da kriege ich mich oder Camp Fokus. Ist wieder zu dunkel, dass er nicht will oder was, ey? Super Saiyan Trunks. Salsa. Son Goten Time Patrol. Wunderschöne Ansicht. 18. Die Bubi-Frau. Super Saiyan Son Gohan. Fuse Awakening. Bucek. Leader. Full Power Unleashed. Oh, sehr schön. Gold gefreezt hat, die haben auch noch nicht. Holo. Ja. Und? Son Gohan. Das ist ein René-Pack. Son Gohan. Warrior of Hope. Buchen. Son Gohan. Piccolo. Harley. Son Gohan. Der mit den Scheißkugeln. Sankia. Unstoppable Invasion. Dark Shenron. Trunks, Warrior of Hope. Holo. Das Design ist cool, dieses Regenbogen-Design, siehst du das? Und? Sankia. Und ich muss betonen, wir hatten, ich finde es krass, bei Galaxy hatte ich wirklich, hat mit dem einen, die zweimal hat mit zwei Godpacks drin, ich hatte noch nicht eins, komischerweise, was ja nicht schlimm ist. Wir hatten nicht ein Godpack noch. Harley. Harley-Pack. Terrified Realization. Pan und Giro. Könnte auch Harley und René sein, oder? Nee. Nee, ich finde so putzig für René. Kapira. Super Saiyan 4 Son Goku. Tenshin Han. Andre 17. King Vegeta. Die Lieder kennen wir ja. Sagen ja, wie oft die Spiel drin war. Sudden Escape. Da fehlt der Bart wieder. Das. Da, gut, da ist Bart besser. Andre 20. Andre 16 going all out. Nein. Und? Wessen Pack war's? Halle? Specialware, ne Superware, Entschuldigung. Bringer auf der Apokalypse, oh, ich hab was haben wir. Nee, nee, nein! Doch! Ist egal, wie gesagt, bis ich diese 1500 Karten fast hier sortiert habe, das verdauert eh. Wie gesagt, wenn ich hier fertig bin, brauche ich dringend Bulkhändler, dringend. Muss mich da mal schlau machen. Ja, die ist sehr geil, aber wie gesagt, ich zeige euch wieder die anderen Hose. Außer, vorausgesetzt, jemand von euch kennt einen Bulkhändler des Vertrauens, immer her damit. Bido. Super Saiyan, Bardock, Leader. Das Licht, ne, die ganze Zeit. Andre 18, nö, nicht schlimm. Da ist der Tobi wieder, siehst du, der Tobi. Ich mach dir immer noch Super Saiyajin.
Naja, die will ich unbedingt in Holo sehen und diese andere von Trunks will ich unbedingt in Holo sehen. Like Broly. Young Invaders. Ja, da sind auch mehrere Karten drin, einfach so. A New Ruler. Ich denke, Battle Evolution hatte 74 Karten, das hier sind 154. Supreme of Kai. Kapira. War das jetzt wieder René oder random? René Pack. Ach nee, das war schon mal besser. Bido! Jetzt kommt euer. Chance? Okay. Keine Ahnung, was Harley gerade vorhat. Ich misch mich da aber nicht ein. Links 1. Immer noch links 1, also dir. Also wenn gehen wird. Dann mach ich. Mache den Nays auf, weil er hat selbst gechinkst. Also der Karton für den Pulsbeam füllt sich langsam. So, René. Schrom. Ne, ich denke mal, was ist jetzt los? Steht die mitten im Licht? Schrom! Son Goku. King Cold. Oh, 50% Glück weg. Jeder macht den Booster auf, das ist. Ach, leck mich doch, René. King Cold. Chain Attack. Okay, ich mach keine Booster mehr auf. Dabura. Tenshin Han. King Vegeta Leader kennen wir. Invasion of Child Army. Der mit den Scheißkugeln. René, das ist René, der mit dem Bart. Oh mein Gott, René! Wie war das? Ida hat bringt Pech? Die hatte ich noch gar nicht. Nein! Ida bringt ja gerade viel Pech. Meine Hand ist drüber geschwebt, deswegen. Sehr schön. Das ist cool, das Design. Aber mein Glück ist stärker als Idas Pech. Wird sich doch verarschen, oder? Wenn, ist noch einer drunter. Okay, hast Glück gehabt. Ansehen 19. So, jetzt kommt Harley Pack. Ist ja eigentlich beschissen, ne? Weil jetzt kommt er bestimmt gleich wieder. Du hast ja ein Pack selber aufgemacht. Das sind gleich 150% Glück mehr. Chain Attack. Und im Chat steht gleich wieder bestimmt, was Ida sagt. Chain Attack. Ansehen 13. Trunks. Cooler Ida. Son Goten. Was sie das sagt, ist halt auch Son Gohan. Ida beim Aufstehen. Son Gohan. Gogua. Broly. Oh, hat jetzt hier den Useless geliehen. Den einzigen Useless geliehen, endlich in Holo. Aber der Regenbogeffekt, ne, halt trotzdem. Und ich wünschte mir mal, dass der Kämpfokus funktioniert. Kann man nicht erkennen. Es ist entweder eine Secret oder eine Special. Das ist eine Special, aber guck dir mal, oh ja, das ist Zeit, guck dir mal das Design an. Das ist eine Special, die sind noch seltener wie die Super Rare. Wie gesagt, in dem Set sind ja 3 Secrets drin. 10 Special und 23 Super Rare, das ist eine Special. Das Design, ey. Definitiv, ey. Boah, guck mal. Mega cool. Achso. Ausfly. Oh, jawohl. Die Frau schimpft wieder mit mir. Sonst so. René soll aussuchen. 1, 2, 3, 4, 5. Wir kennen das Spiel. 1 bis 5.
Harley nimmt 3. Ich lasse deins diesmal Harley aufmachen, sonst schimpfst du wieder. Ich soll deins aufmachen diesmal? Okay, diesmal darf ich Harleys aufmachen. Diesmal kann der René mehr Glück haben. Ich will auch meins, ja, sag ich doch. Soll ich erst deins oder erst René's sein? Gut, dann machen wir erst René. Fokus, danke. Trunks. Salsa. Das Ritual ist in meiner Hand. King Piccolo. Son Goku. Gotenks. Harley. Trunks. The future's in your hands. Der Dark Shenron. King Cold. Unstoppable Invasion in Holo. Ja, René. Toll. Da, es gibt einen zweiten Tobi in dem Set. Den hat wir doch gar nicht. Tobi 2.0. Wo ist der Tobi, wenn man einmal braucht? Da ist der Tobi nicht da. Tobi 2.0. Ja, Tobi hat ja gestern schon dieses Promo-Doppelset gewonnen. Den schicke ich auch ein, zwei Tobi-Karten mit. Weil ich von denen schon so viel habe. Allein wegen dem Namen, da hat er wirklich seine eigene Namenskarte. Das ist jetzt Harley-Pack. Ich finde auch dieses Design von King Vegeta so cool. Also, King Vegeta. Android 17. Tenchin Han. Gotenks. Das ist. Tobi. Da. Diese Karte will ich in Holo auch noch sehen. Unbedingt. Die Tumpeling fallen nicht. Das wieder der Nee. Dark Mask King. Broly, Demon God Krabby, oh, Chilean Holo. Die haben wir glaube ich auch noch nicht so weit. Und The Rare Darkness Judgment. Die hat man auch noch nicht. Die haben wir noch gar nicht. Oh, der hat die Nummer 151. Der ist einer von den. Die 151? Der gehört mit zu den seltenen Rare-Karten. Aber da es eine ankommen, also ein Non-Holo ist. Speak to me. Das, was übrig bleibt, gehört mir. René hat ihn. Okay, da ist René, da ist Harley. Das ist meins, das mache ich jetzt schon auf. Chip. Trunks. Dieser Freezer verstört immer noch. Da. Ich sage, ich kaufe mir Goldfarbe, ich male diese Scheißkarte an. Child. Trunks. Andre 17. Furious Awakening. Unstoppable Invasion. Der Kackvogel, wo ich immer nicht weiß, wohin gehört. Son Goku. Chain Attack Tower. Ida Jinx, ne? Daddy. Super Rare. Die habe ich jetzt schon dreimal. Und einmal habe ich sie komplett versiegelt. Hm, wie gesagt,
Gib dir wieder von den Nummern Version 1 und Version 2, da muss ich beim Sortieren wieder aufpassen. Ich zeige euch wieder die anderen noch. Nochmal von gestern, die wohl neu dabei sind. Super Rare à la Eda. René? René Pack. Fängt gleich mit dem Vegeta an, na super. Und Vegeta normal, Vegeta Saiyan schön Gott. Antrieb 17, 18, Helpry. Vegeta, hat man die schon? Okay. Wings. Drunks. Piccolo. Shooters in your hands. Ja. Sudden Escape. Gokua. Son Goku. Dead Ass. Dead Ass in Holo. René hat Dead Ass in Holo gezogen. Und Bujin. Das war Display Nummer 1. Muss ich. Kommt noch ein Booster? Kommt noch. Oh, Entschuldigung, kommt noch ein HD Booster. Muss aber laut Fazit sagen, das war bis jetzt der schlechteste Display. Muss ich sagen. Ist ja nicht schlimm. Da kommt noch ein Gotenks. Ja, das ist nicht der Gesegnete. Harley hat den letzten Display gesegnet. Ich dachte Broly. King Piccolo. Wings wieder. Son Goten. Geleen. Full Power Unleashed. Broly ist der Young Invader. King Cold. Demon God. Ha? Ja, MC Hammer oder Demon God Gravy. Furious Awakening. Ich hätte gerne was der Fokus. Ich ahne gerade ein bisschen Schlimmes oder auch nicht. Der Shit. Ja. Das ist die Special Rare, die von den 10 Special Rare, die aktuell preishöchste. Die ist so krass, Alter. Was ich ja gestern gemeint habe, beim letzten Display habe ich ja Harleys Hand drauflegen lassen, bevor ich es geöffnet habe. Jetzt zeige ich euch mal eins. Den hat Harley gestern abgesegnet. Wenn der Display schlecht ist, gibt es 2 Wochen Hausarbeit. Den hat Harley gestern abgesegnet. Ich weiß, ich wusste schon, dass er drin ist. Der ist doch komplett versiegelt. Das ist der gesegnete Booster-Display von Harley. Der ist komplett versiegelt. Kann ich jetzt zulassen, weil wir jetzt als letzte Karte den hatten. Der schaut so mega cool aus. Du leckst diese Karte nicht ab. Wenn jetzt da nichts drin ist, würde ich fast behaupten, dass ich den hier zum Graden schicke, weil ich habe einen Grade ja frei. Ah, Galaxy, fertig mit Graden, ja? Oha. Bitte einmal ganz ordentlich verpacken. Nein, du leckst diese Karte nicht an. Mal meine Karte anlecken will. Wie gesagt, der war gestern von Harley drin. Ich wollte eigentlich einen zulassen, aber nee. Wie gesagt, jetzt habe ich schon so viele Versiegelte hier. Das ist wow. Wie gesagt, 3 Display, eine Secret.
für Galaxy nochmal die Secret von gestern. Ja, vielleicht eine Marktlücke. Harle, Nebenjob Hexe, weiß ja nicht. Letzter Display. Und ich habe schon gedacht, 4 Displays sind zu viel. Jetzt bin ich der Meinung, 4 Displays sind zu wenig. So. Letzten 24. Ist immer zu wenig und zu viel gibt es nicht. Das stimmt ja nicht. Aber wenn ich mir jetzt sehe, wie viele Karten hier gerade liegen, allein aus dem Ding, das wird viel Arbeit, die zu sortieren. Ah. Definitiv zu wenig. Ja, Alex, ich weiß. Mal gucken. Wie gesagt, je nachdem, wie sich der Kartenmarkt verhält, ob die Verkäufe laufen oder nicht, dass ich meine restlichen Karten noch zusammensammeln kann. In meinem Urlaub will ich eigentlich mal eine Renovierung hier machen. Ich will ja hier umstellen. Ich will ja das ganze Stream-Ding von mir und Harley komplett umbauen. So. Ja, natürlich, Alex, macht das Spaß. Da kannst du einfach ganz gechillt abschalten. Ich hoffe ja oder bete, dass vielleicht noch ein Secret fällt. Will ja nicht überheblich sein. So. Jetzt mache ich zwischendurch auch mal wieder einen auf. Wie gesagt, wenn ich jetzt hier fertig bin, sortieren. Brickhändler. Dringend. Du sollst meine Karten nicht anlecken. Salsa. Pan und Giro. Schöne Ansicht 18. Son Goten. Tobi. Son Goten. Invasion of Child's Army. Wu-Check. Son Goku. Dark Mask. Wow, es ist. Jetzt mal, es ist die vorletzte diesmal. Ich habe jetzt in den ganzen 4 Display die vorletzte, die mal keine Holo ist. Warum? Na, jetzt weiß ich warum. Ach du Scheiße. Das ist eine Special Rare. Eine Special, keine Secret, eine Special. Oh Gott, das Design, Alter. Wie krass das Design einfach nur ist. Übel, oder? Voll krass. Ultra, echt, ey, die ist mega. Ja, der Fokus kommt sowieso nicht drauf klar. Das liegt aber auch an dem Wetter teilweise. Ja, mega, wie gesagt. Ich habe gesagt, der komplette Display ist Harley gesegnet, würde ich wohl bemerken. Nicht nur der Booster. Ja, diese Karte ist echt mega. Muss ich aber gucken, weil ich habe gerade den Kartenmarkt offen. Bin nur mal neugierig. Da ist er. Moment, nur für mich gucken. So ein geiles Design hat, ist ja vom Preis nicht mal so hoch, was ja nicht schlimm ist. So.
Super Saiyajin von Gohan. Immer der kleine Flieserkampfvogel. Chain Attack, Tora. Es ist Mobbing. Ich will doch mindestens die oder die andere mal in Holo sehen. Kapira. Von Goten. A Sudden Escape. Kukua. Invasion of Child's Army. Seid allein, dass die vollste keine Holo war, war irgendwas. Ah, da ist er. Guck mal. Die schöne Antwort 18 Holo. Verdammt. Sehr hübsch. Dieser Pink-Regenbogen-Effekt. Wie gesagt, die Holos werden immer besser, muss ich sagen. Von den Designs. Und Buchin. Super Saiyajin Son Goku. Ne, Super Saiyajin, Gott, Gott, was ein fataler Fehler. Vegeta. Dabura. Son Gohan. Genetic Focus. Child. Mr. Satan. Ja, wie sie aber alle sagen, das ist Ida. Ja. Young and Yasu Boy. Young and Raiders. Supreme. Golden Freezer und Holo, die haben wir jetzt auch schon gehabt. Und Son Gohan. Ich würd gerne mal interessieren, in welchem Verhältnis oder wie oft die Secret Rares verteilt sind. Würde mich echt mal interessieren. Wer es weiß, immer her damit. Wie gesagt, nicht mal ein Gottmack noch. Bei Galaxy hat man zwei. Merkwürdig, merkwürdig. Broly. King Vegeta. Super Saiyan Vegeta. Wings. André Zipsen. Sabura. Super Saiyan Trunks. Und wieder Trunks. Son Goku. A New Ruler. Oh, der Tobi in Holo, der neue Tobi. Tobi 2 macht nur in Holo. Ne, wir haben nicht mal Tobi 1 in Holo noch. Und Rare, der hässliche. Das ist René, oder? Der hat auch einen Bart. Ja, das ist René. Passt bestimmt auch wieder nicht. Und der hier. Anscheinend nicht. Oh, es fängt mit Vegeta an. Vegeta. Also die 17, 18 Lieder. Gotenks. Ich will die mal in Holo haben, Mensch. Trunks. King Piccolo. Also die 20. Full Power Unleashed. Und die will ich auch mal Holo sehen. Broly. King Cold. Son Goku. Hatten wir auch schon, was nicht schlimm ist, aber tolles Design. Sie ist sehr tolles Design. Kannst du sagen, was willst? Und? Da ist er, die Super Rare. Die, was ich ihm noch wollte, allein vom Design. Supreme Kai of Time. Labyrinth Unleashed. Die schaut doch so super. Die ist so mega. Die ist so hübsch. Die ist so toll, ey. Mega nice. Eine, die wir noch nicht haben. Hm.
Moment. Kingholt. Gotenks. Piccolo. Super Saiyan 4 San Goku. Die schöne Android 18. Geliehen. King Vegeta Leader. Junge, ist die schön. Ja, auf die habe ich mich die ganze Zeit schon gefreut, Galaxy. Ich habe die so eine Vorschau gesehen. Ich wollte die auch unbedingt haben. Die Supreme of Kai, die war im Lord of the Main, war die eine Secret. Die habe ich nie gesehen. Android 16. The Future in Your Hands. Dark Mask Piccolo. Android 20. Das ist die andere. Das ist die andere Super Rare. Die habe ich auch noch nicht. Es gibt ja, das ist die Nummer, wie gesagt, es gibt immer so, die Nummer 30 zum Beispiel gibt es zweimal. Da gibt es dann die V1 und die V2 Version, die haben zweimal dieselbe Nummer. Das hier ist die V1, glaube ich, davon gibt es noch eine zweite. Die habe ich aber glaube ich nicht hier. Die hab... Moment, ich lasse mal kurz liegen. Ich habe ja auch einige schon im Verkauf getan. Die habe ich da in meinem Kisten. Die habe ich da so in Metallkiste hin. Da habe ich meine ganzen Verkaufskarten. Das... Ja, ich habe eine Metallkiste hier. Da sind die ganzen Verkaufskarten drin. Moment, wo sind die hier? Moment. Na, wo ist er? Hier ist er. Darf ich nachher nur nicht vergessen, wieder einzupacken, nicht dass meine Verkaufskarten flöten gehen. Ja, das ist die eine Version von der Nummer. Und das hier ist die zweite Version. Die habe ich dreimal, muss ich dazu gestehen, die hier. Die können zusammen, sind beide mal dieselbe Nummer, V1 und die V2 Version. Und das ist die Karte, wo ich vorhin gemeint habe, René. Hat momentan einen Marktwert, wo ich gestern geschaut habe, von gut 40 Euro. Heute komme ich rein, Power Seller, gleich 5 oder 10 Euro runter. Das ist, was ich gemeint habe. Heute. Kartenmarkt für den Arsch, momentan. Da packe ich die schnell zurück, weil... Sonst... geht man in der Monk flöten. Ja, die Karten sind echt Perfektion. Wie gesagt, diese eine Secret, das ist mies. Ja, das ist echt mies, Alex. Wie gesagt, ich habe gestern Abend ja die Karten noch sortiert. Komplett die Holo, was ich habe, was ich doppelt habe. Hab gestern auf dem Markt. Gut, es ging noch kein Verkauf raus. Was nicht schlimm ist. Aber ich muss feststellen, dass es halt gestern Abend, ich sage es immer wieder, diese ganzen Vollspasten, die Preise drücken wie die Bescheuerten. Aber wie? Ich habe es ja dann näher erzählt, die Secret Rare, die wir gestern raus haben, hatte gestern noch einen Warenwert von 280 Euro. Dann ist heute ein Verkäufer drin, hatte noch nie in dem Leben einen Verkauf oder irgendwas, hat noch eine schöne Null dahinter und geht instant 50 Euro runter. Warum? Kann ich mich da nicht den Letzten anpassen? Also ich mache es zumindest so, ich passe mich immer einigermaßen den Letzten und Bietenden an. Das ist was, wo ich nicht verstehe. So. Schrom. Auch die, wo ich von Galaxy bekommen habe, die ganzen Promo-Karten, diese schwarzen Päckchen. Der Trunks, was da drin war, wo ich die von Galaxy bekommen habe, war der Trunks da drin bei einem Wert von 25. Inzwischen wird diese Karte schon auf 10 Euro und billiger gedrückt. Kein Scheiß. Das macht keinen Bock. Da hast du gute Karten und der Markt... Die ganzen Idioten machen alles kaputt. Die versauen den kompletten Kartenmarkt gerade irgendwie. Der ist aber auch momentan, habe ich den Eindruck, wie Harley sagt, komplett überrannt. Jeder will verkaufen und bla bla bla. Dann war eine Karte dabei. Bei einem Preis von 15 Euro. Da kommt so ein verschissener Power Seller, ich muss es leider sagen, mit knapp 400.000 Verkäufen und drückt von 15 Euro
Nur weil er 6 Karten davon hat, auf 4 Euro runter. Das geht bis so auf die Sache. Du kannst nichts machen dagegen, ne? Öffentlicher Markt und so. Wings. Sand Gordon. Hast du Hoffnung, dass du das Zeug wegbringst? Krillin. Son Goku. Der MC Hammer oder Demon God Krabby. Son Gohan. Mr. Satan. Dead Ass in Holo. Ne, der Einsatz. Dead Ass. Von The Rare Goku. SS Bardock. Ach stimmt, das ist eine Liederkarte, stimmt ja. Ich brauche noch mehr Displays. Schrom. San Gohan. Child. Trunks. Chile. Alter, ich bin wieder falsch hier. Vegeta. San Gohan. Young and Raiders. Trunks. Oh, Piccolo und Holo mal. And Tobi! Jetzt haben wir den auch zwei, was kann ich Tobi schon 2 Karten schicken. Der freut sich bestimmt. Er freut sich bestimmt, der Tobi. Der war gestern von Dragon Ball wieder ganz angefixt. Chain Attack. Andre 13. Trunks. Cooler Ida. Dark Broly. Son Gohan. Son Goku. Das ist René, genau. Wir nennen ihn einfach René, weil er hat Bart. Alles mit Bart ist René jetzt. Zangia. Unstoppable Invasion. Goku, Holo. Ist komplett blau, ist aber auch cool. Ist komplett blaue Design. Merkst du, die haben viel blau-rote Designs diesmal. Und eine Super Rare. Oh, die hatte ich auch noch nicht. Cool. Bardock. Super Saiyan Bardock. Ich hatte was so sieht was richtig gut, ne? Die haben wir die gibt es in Kammern, weil es super rare ist. Vollkommen okay. Ja, wir haben schon einige. Wie gesagt, die einzige, wo wir wahrscheinlich Kopfzerbrechen machen, werden die Secrets sein. Ja, Harley kann euch ein Lied davon erzählen. Mit ihrem Opus 13. Was? Opus 13, was ihr noch Full Arts fehlen. Ich habe mir mal die Preise angeschaut. Ah ja, das ist ja heftig, was die Full Arts in FF von der Opus 13 kosten. Terrified. Harleys Lieblings, kiffender Drache. Hey, absolut. Super Saiyajin Son Gohan. Trunks Warrior of Hope. Cooler Ida. Son Gohan. Chain Attack Bombers. Unstoppable Invasion. Sangya, Supreme of Kai, Andre 17, der haben wir auch schon zweimal. Und Son Gohan. Trust and Ali. Jetzt habe ich fast die zweite Schachtel schon voll mit Karten. Trunks. Momento. So, Trunks. Der Mini-Freezer wieder. Piccolo. Harley.
Son Gohan, Shane Tektora, Dark Shenron. Wo ist denn eigentlich her? Also, welcher Saga? Also, Dark Empire Saga. Es gibt so viele Sagas, die mir nichts sagen. Verstehe ich nicht. Ja, Sagas, die mir nichts sagen. Bucek. Also, 20. Sudden Escape. Chili Kammern hatten wir auch schon. Trotzdem toll. Und The Clash of the Mask Warrior. Bam, 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 bam. Ja, kommen wir gut durch. Dann geht privat ans Kanzel zu dir, weil das wird sich definitiv keiner angucken. Also habe ich nicht mal den Platz hier, um das komplett zu streamen. Bido. Gotenks. King Cold Leader. Gar nicht, ob wir die schon gesehen haben. Möglich. Son Goten. Super Saiyajin. Son Goku. Dark Broly. Son Goku. Andre 20. Dark Mask King. Broly. Die Karte gehört sich verboten. Der Designer von der Karte, der gehört sich verboten. Wie kann er es wagen, Vegeta zu schlagen? Ja, aber die haben wirklich jetzt nur einmal in Kamen und einmal in Holo jetzt. Nur ein einziges Mal. Die brauchen wir nicht öfter ziehen. Der Designer könnte sich echt verprügelt. Und? Ich hoffe, diese Mystik hat was drunter. Natürlich nicht. Badadam, badadam. Dam, 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 dam. Sag, ich werde so geclaimed hier mit den ganzen Musikdingern. Ich hab gesehen, wer drunter ist. Berry Blue. Android 13. Android 17. Tobi. Trunks und Trunks, da ist wieder Harley. Dark Shenron, Furious Awakening, Bucek. Oh oh, wenn die vorletzte Karte keine Holo ist, ne? Wenn die vorletzte keine Holo ist, ist meistens in der letzten irgendwas dabei. Wenn die Nummer sehen kann. Entweder ein Secret oder ein Special. Wow. Wir hatten sie schon, aber guck, das ist eine Special. Guckt euch das Design an. Wir hatten sie schon. Guck. Boah, das Design ist echt cool. Die ist Hammer. Da könntest du echt mehrere Karten zu Crane einschicken, ohne Witz. Ja, die hatten wir schon, aber die ist verdammt mega, ey. Mach ich mal weiter ran. Naja, Papidi noch im Hintergrund. Verdammt geil, das Ding, ey. Ja, das ist ein, finde ich, aber den Hammer. Mega nice. Echt mega geil. Uchin, Son Goten, Super Saiyan Gott Vegeta, King Piccolo, Tenshin Han, Gotenks, Demon God Gravy, King Cold, Ida, Mr. Satan, Son Goten in Holo und Super Saiyan 4 Vegeta. Waren schon mal gute Karten dabei. Vor allem von diesen Special Rare waren es 2-3 Stück drin, ne, in dem Display. Geschätzt. Salsa. K.
Capira. Es ist Broly. Son Goten. Son Goten. Die Schöne an den 18. Vegeta. The New Ruler. Android 16. Dessen, den ich halt nicht immer nicht nenne, aber noch Kackvogel. Son Gohan, du hast Ellie Holo. Und Super Saiyan Blue Vegeta. Chain Attack. Vegeta. Rauchender Drache. Absalom. Ne, ich krieg. Die kommt ums Verrecken nicht in Holo, ne? Ums Verrecken nicht. Child. Trunks. Android 17. Son Goku. Young Invaders. Android 20. Den haben wir auch schon. Und Harley. Android 17 und 18 Liter. Ich glaube, ich muss mir echt mal so eine ganze, so eine Plexiglasscheibe kaufen und da die guten Karten reinmachen, wie so als Wandbild. Könnt ihr auch mal machen. Son Gohan. Son Gohan. Son Gohan. Son Gohan. Son Goku. Gelin. Capira. The future's in your hands. Sudden Escape. Goku. Son Goku. Da ist er. Da! Da! Ja, endlich! Da ist er. Hübschi, ey. Voll hübsch. Hübsch wie die Pest, ey. Die Kugel bitte, guck mal. Das ist schon wieder. Pure Love, ey. Das ist, wie Geld gesagt, Perfektion, ey. Die arbeiten viel mit Blau und Rot und nur dieses Silberblau ist so, so hübsch, ja. In der Mitte ist so, die Kugel ist so ein Regenbogeneffekt, die Kugel. Endlich! Ist mir egal, die habe ich noch nicht. Scheiße, wenn ich Karten mache. Na, und was ist natürlich drunter? Das ist super rare, die haben wir noch nicht. Das, wie gesagt, das Harley Chicks Display. Übel, guck mal. Mit Signature, super rare. Haben auch noch nicht. Die Designs sind der Shit mit Bookmarchen, nochmal Chimbo. Was gibt das? Mega nice das Zeug, ey. Ja, echt Alex, echt mega krass, also das Ding packt man aber jetzt bestimmt richtig gut. Es fehlt eigentlich nur eine Karte, die ich unbedingt in Holo will. Ja klar, die Secret will jeder, aber Son Goku, Android 18, das ist Tuppi! Die will ich noch in Holo sehen, genau die hier. Durch dieses blaue Rot, die hätte ich ja noch in Holo gesehen. Like Broly, Piccolo, The New Ruler, Supreme Kai of Time, Trunks, Future in Your Hands, oh, Mr. Satan in Holo. Und? Ich habe in Harley irgendein Pack gesegnet, das ist. Wir hatten mal schon, aber das Design von diesen Trunks ist auch so geil. Da ist Tobi, oder ne, irgendwie gestern einer fast abgegangen. Ich glaube Tobi. Was ist das Design an? Da, hier sieht man es.
Kein Stress. Sein Goro. King Vegeta. Hansel 17. Sun Goku. Gotenks. Harley. Kapira. Dark Shenron. King Colt. King Vegeta Leader. Sun Goku, Dead to the Rescue. Und bitte. Haben wir es ja fast. Der Minifüßer. Die, wo wir gerade Holo hatten. Dark Master. Mars geht's ja schön. Mein Gott, jetzt geht er fast schon los. Chain Attack. Wings. Trunks. King Vegeta. Invasion of Child's Army. Da ist wieder der Nebel in den Kackkugeln. Anzahl 20. Eine Leader Holo. King Cold. Ja. Und Android 17, Android 18. Wir von den Special, wir haben eigentlich, wir wissen ja eigentlich, fast alle 10 haben, ne? Wenn ich so umrechne. Nicht ganz. Dead Ass. Freezer. Piccolo. Chain Attack Bombers. Sakura. Henshin Hand. Haben wir den eigentlich schon hoch? Gar nicht, ne? Ida, San Gohan, Gogua, Broly, Young and Raiders, ich glaube, die hatte ich jetzt auch noch nicht in der Holo, oder? Und Andre Tanzen. Der und noch zwei, das war fertig. Ich will nicht fertig sein, ich brauche mehr. Noch mehr. Galaxy. Yamchu. Der wohl weint. Son Gordon. Son Goku. Tenshin Han. Andre 17. Zangia. A Sudden Escape. Andre 20. Dann nehmen wir den Scheißkugeln. Oh, Daddy Saiyajin 4 in Holo. Daddy Holo. Und Bulba. Vorletzte. Schrom. Gohan. Trunks und Trunks. Und der Cola Ida wieder. Son Goten. Son Gohan. Furious Awakening, Unstoppable Invasion, Kackvogel, Trunks, hat man glaube ich auch schon, aber das ist trotzdem immer noch mega. Und Freezer. Das letzte. Eine Stücke, Frechheit. Eine Secret, kein Godpack, in 4 Display. Schweinerei. Ich bin unzufrieden, gar nicht. Ich bin Besseres gewöhnt. Nee, der letzte Display war schon echt gut, eigentlich jetzt. Das ist wieder René, der mit dem Bart. Trunks. Chain Attack Tora. Chile. Trunks. Jetzt habe ich dich Holo, jetzt bist du mir egal. Vegeta. Full Power Unleashed.
Android 16, Demon God Gravy, Drunk's Fusion Reward und Invasion of Paradox Crew. Bitte. Fertig. Das ging jetzt ein bisschen schneller. Ja, glaube ich, ein bisschen schnell durch. Jetzt habe ich die ganzen vier Display und die fünf Dinger schon offen, ne? Ich brauche mehr Material. Unglaublich, ey. Wenn du denkst, was wir jetzt hier aufgemacht haben, das sind jetzt nur die Nicht-Holos. Und die sind noch nicht mal sortiert. Die muss ich alle noch sortieren. Alle. Ich hab doch nicht einsortiert, ey. Toll. Jetzt will ich Nachschub. Frechheit. Das hier sind die ganzen Holos. Die habe ich gestern schon sortiert. Die hier waren von gestern. Das waren die von gestern, oder? Ja. Ich glaube, ich zeige dir einfach nochmal. Weil von gestern waren auch einige schöne dabei. Kommst du mir helfen mit dem Sortieren? Ja, bringst du mir auch neue Displays mit, ja Alex, da kannst du rumkommen. Ich habe irgendwie Bock noch mehr aufzumachen, echt schlimm. Nachschub ist immer gut, Nachschub hört sich gut an. Alex, Ida muss noch eine Woche arbeiten, er hat 2 Wochen Urlaub. Ich dachte, das ist die Promo, was in diesen Expansion Packs drin war. Die hatten wir auch schon. Ich dachte, das ist die Super Rare. Wie gesagt, das sind die Karten von gestern. Das ist nochmal die Promo. Der Trunks Holo. Gut, man sieht sie nicht ganz so gut, weil sie schon eingepackt sind. Bito, Sekruel. Wie gesagt, das sind die ganzen Holos hier. Ja, das zum Beispiel ist auch noch eine sehr geile. Das Problem, man sieht es halt gar nicht durch die Hülle, aber ohne. Wenn Halle Urlaub hat, kannst du ja vorbei. Ja, wenn. Durch Halle das. Im August Urlaub. Ja, Halle frühestens im August. Ich habe die ganzen Karten hier durcheinander geschmissen. Sonnenguten. Ich sag, das sind die ganzen Holo, Unstep wird Bulma in Holo. Da, also jetzt 17 und 18 war ein Holo. Was sieht's du so grob, ne? Aber langt ja. Da, auf der Ida gab's ein Holo. Son Gohan in Holo. Bito in Holo. Andre in 20. Gogohan Holo. Andre 19. Invasion of Battle of Screw. Dark Broly. Siehst, bis der Satan haben wir auch schon 2-mal in Holo. Kann das sein, dass die Musik gerade aus ist? Ja, ist wohl schwammer verfahren, ist ja nicht schlimm. Sat Goten, da habe ich gesagt, die hier, was wir vorhin schon hatten. Sat Goku. Doch, die hatten wir, doch, die hatten wir schon, doch. Wir haben sie doch schon gehabt. Ne, die mit Babidi haben wir noch nicht. Da ist die Dark Mask Holo. Hammertime. Piccolo. Da ist der René in Holo. King Vegeta. Auch so eine geile Holo. Dark Shenlong. Rauchende Sache. Andere sitzen. Ja, ist auch so eine geile Holo-Karte. Was sieht da wohl? Wie gesagt, das Gold ist alles. Das sieht man sehr grob. Kapira. Der ist zum Beispiel cool. Kann selber rausholen.
sein. Warte, was wir mal zwischenlegen. Die rutschen wie die Pest aufeinander, die Karten. So. So, ich darf den Karten dann nachher nicht verkacken, weil sonst käme ich nicht mehr aus. Sache wieder, Satten ist okay. Sargoan, die ist Holo auch, der hat auch ziemlich geilen Holo-Effekt, man sieht ja so ein bisschen. Ja. Trunks, die haben wir komplett noch versiegelt. Chile, Full Art Designs. Ja, und die ist halt auch sehr hübsch. Was hier die Holo-Effekte alles nicht. Ist auch nicht super rare. Vor allem die hier, die muss ich raustun. Die muss ich euch zeigen. Die ist richtig mega. Die habe ich bis auch noch einmal. Die ist der Hammer. Da habe ich so gefeiert. Die sieht richtig gut aus. So, da waren wir jetzt. Ja, echt krass, Alter. Die Karte, die habe ich richtig gut gefeiert. Andre 20, die Mutter von Son Goku, Chin, Gohan, Assault of Andres, die zeige ich auch gleich nochmal, ist auch eine coole, die ist auch so geil. Harley, da war die Harley in Full Art Holo. Ja, aber die Holo sind eigentlich immer Full Art. Doch, wir hatten sie. Wir hatten die Karte ja. Ich bin total behindert im Kopf, ne? Die hatten wir gerade schon. Wir hatten sie schon. Dark Mask. Kannst du eigentlich tun. Putin. Das hier mal auch. Die 1-2 zeige ich euch jetzt nochmal ohne Hülle. Wir hatten die schon, ich kann mich gar nicht daran erinnern. Es liegt glaube ich daran, dass ich gut 1500 Grad das Healing habe. Und ich immer noch nicht genug habe. Da, das hier ist blau-rote Design. Ich habe sie doch gehabt. So cool, ey. Gegenstück von der anderen. Kernfokus. Ey, bei letzter Karte wird sie verarscht. Jetzt wird er mich verarschen, der Kernfokus. Du bist eine Bitch, Kamera. Bei der letzten wieder nicht? Bitch von Kamera, Alter. Moment. Moment. Ha, jetzt hat. Verarscht kann ich alleine. Das Design ist auch.
auch so cool. So, wie gesagt, das waren 4 Displays, 5 Expansion Packs. Wie gesagt, das hier habe ich jetzt alles hier versiegelt liegen, muss man wohl bemerken. Wie gesagt, eine geht an Tobi durch das Giveaway gestern, eine. Wie gesagt, da liegt einige, vor allem hier. Was ich halt nicht verstehe, das ist ein Expansion Set, ist ja Promo, ist vollkommen okay, aber dann packt man zweimal dieselbe Promo in ein Expansion Pack. Den habe ich allerdings auch überhaupt nicht gezogen, also wenn ich den jetzt auch nicht irgendwo billig kriege, werde ich den aufmachen müssen eventuell. Eventuell, je nachdem wie auf dem Markt was bekommt. Muss ich mal gucken, wie ich ja gesagt, Highlight war halt das hier. Eine Secret von 3. Kann ja mal kurz. Ja, allein 2 Secrets. Ja, hatten keinen Bock. Anscheinend. Lass ich auch erstmal das in dem Hardcase. Hardcase im Tabloider. Bevor ich den Ordner einsortiere. Die anderen 2 Secrets zu besorgen, wird eine hart kostenspielige Sache, ohne Witz. Vor allem weil es ja 3 Stück sind. Am Anfang haben sie gesagt, das war bloß eine. Ja, die ist so schön. So. Wo bleibt der Postbote? Ich hab Bock mehr aufzumachen. Scheiße, heute ist Feiertag, halt kommt kein Postbote. Scheiße, nee, ich habe auch nicht mehr bestellt. Das war's. Galaxy? Oh, ich denke mal, der wird auch nichts mehr haben. Ich denke mal, der Rest wird sich Marcel geschnappt haben. Denke ich mal. Wenn ich mal fast behaupten. Dass der Rest sich Marcel gekrallt hat. Würde mich wundern, wenn nicht. Gehe ich zumindest davon aus. Soll ich morgen wieder zur Post fahren? Habt ihr noch was? Ohne Fans, weil du Frage. Also ich bin eigentlich stark davon ausgegangen, dass der Rest direkt zu Marcel überging. Also gleich war. Ich weiß nicht, ob Gates mir was versprochen hat. Ich will niemandem was wegnehmen. Um Gottes Willen, Alex. Ne? Niemand. Weiß ich eben nicht. Nicht, dass du sagst, ey, ich packe ein zur Post und das Zeug ist schon reserviert. Das weiß ich natürlich nicht, Alex. So, jetzt darf ich schnell meine Sachen hier hinten mal wieder einsortieren, kurz. Ja, Moment. Ja, Alex, frag ich mal. Ich sag, dann mach ich das mit der Post direkt mit dir, weil ich habe ja auch von Pascal von Ding, ja, Daniel, die bekommen. Die sind schon hart im Preis gestiegen. Die ist mittlerweile von den 45, wo ich ihn abgehabt habe, schon auf 100 hochgeschossen. Und da ich ja noch massenhaft, ich habe auch noch massenhaft Galaxy Pack, was mich wundert. Ich habe diese Packs immer noch nicht im Kartmarkt gefunden. Immer noch nicht. Überhaupt nicht. Gar nicht. Ja, das sind Boybrus-Hände. Ich habe die noch nirgends gefunden. So, jetzt packe ich erstmal kurz hier rum. Alex fragt nach.
Moment, jetzt muss ich hier kurz hinpacken. Alter, wie, ihr wollt den Schrank gar nicht sehen, was ich hier liegen habe. Das ist Wahnsinn. Was hier liegt, ich sage jetzt mal einen Wert, aber was bringt halt der Wert, ne? Wenn du nicht verkauft bekommst, wegen, naja, Preisdrückern. Huch. Was? Ich ver... Weiß ich nicht, Alex. Wie gesagt, ich weiß es nicht. Wenn, ja, wenn ihr das Hexenwirft habt, versagt. Bestimmt deswegen. Kommt, damit die Cam hier nicht so sinnlos hier liegt, machen wir mal das hier hin. Dass die Cam hier mal nicht so den blanken Tisch zeigt, solange hier connected wird. So, dann packe ich hier das mal dahin, das mal dahin, das mal dahin. Das packe ich wieder hier hoch. Naja, das wird die Feiertagsarbeit immer total Mist. So. Mein Verkaufskäferchen wird wieder weggepackt. Nö, vielleicht ist auch wieder eingepennt. Kann sein, dass er wieder eingepennt ist. Das traue ich dem schon zu, weil ich glaube, der hat noch ein bisschen Kopfbumsen gehabt oder irgendwas. Glaube ich. Oder nee. Ich glaube, der hatte noch ein bisschen Kopfweh oder irgendwas. Oder beziehungsweise er hat ja gesagt, er hat ein bisschen Kader, weil er gestern ein bisschen was geböllert hat. Irgendwas war da vorhin, ja. Irgendwas war vorhin, irgendwas habe ich da mitbekommen. Irgendwas war da und ich hoffe, ich höre mich noch, wenn ich ins Wohnzimmer gehe. Dann kann man da einmal gucken, wie gut der WLAN-Empfang ist. Wirklich, das kann gut sein. Ist auch jetzt... Alex, ist auch jetzt nicht, sag mal, wichtig. Du kannst ja später mal nachfragen, du kannst mir ja mal schreiben, wenn du Bock hast, Alex. Ob noch was da ist und wenn was, kannst mir mal schreiben, später, morgen, wie du Bock hast. Ob noch was da ist. Jo, da kann ich jetzt anfangen Karten zu sortieren. Hippie. 1420 Wetsche an der Zahl darf ich jetzt sortieren. Ja, wie gesagt, wenn der weggepennt ist, lass pennen, alles gut. Wie gesagt, wenn ihr noch was habt, sagt mal Bescheid. Cool wäre es, wenn es heute noch funktioniert. Sonst morgen. Was los? Lies Chat, dann weißt du, was gemeint ist. Wir haben gedacht, du bist weggepennt von dem Kader vielleicht. Es. Ja, er lebt so halb noch. Ich sag einfach auch noch was Übriges. Mehr nicht. Das sag ich doch, war klar. Ja gut, ich nehme niemandem was weg. Wenn Marcel schon gesagt hat, nimm den Rest, dann lasse ich ihn den Rest. Ich kann jetzt nicht sagen, ich kaufe die letzten Displays und Marcel geht gar nichts. Das kann ich nicht machen, sowas. Das macht man eigentlich nicht. Also bin ich der Meinung. Macht man nicht. Einerseits was übrig ist. Ja,
Der Restbestand. Ich weiß, was der Displays bestellt hat. Gelchi hat, glaube ich, 6 Displays bestellt gehabt, wenn ich mich nicht recht täusche. Ja. So ungefähr wieder, dass noch 2 Displays da sind, weiß ich. Und das, die 3 Packungen, wo das will sie nicht. Wie mache ich das am schlauesten? Ohne dass Marcel mich schlagen tut, wenn er nichts mehr kriegt. Okay, Bock. Was hat sich gerade gefragt? Moment. Ja, Moment. Nee, darum geht's nicht, warte mal. Wann kommt das nächste Set raus? Übernächsten Monat, ne? Juli. Stimmt, das nächste Set kommt im August erst, oder? Warte mal. Moment, gib mir 5 Minuten, ich muss schnell was gucken. Ich muss kurz was gucken, weil ich sag dir gleich Bescheid, Alex. Harley hat die beste Idee. Ich brauche hier echt einen Kalender, ne? Wo hier drin steht, wo ich mir reinschreibe, wann was rauskommt. Ich hab's echt nicht mehr alles im Kopf. Moment, Alex. Moment, gib mir 2 Minuten. Was haben 5 auf 2? Ja, 5 Minuten, 2 Minuten. Was haben die da schon wieder neu? Was ist denn da schon wieder neu deklariert bei denen? Was haben die jetzt schon wieder neu deklariert? Moment. Juni 2021, was kommt da schon für Zeug raus? Die haben schon wieder 2 komplett neue Expansion Sets gelistet. Egal, es geht um die, Moment, Unity Warrior. Das war jetzt die 14er Serie. Ne, Moment mal. Oh mein Gott, das war hier die 13, stimmt ja. Oh Gott, da sind schon 2 weitere schon vorgelistet. Wo kommen die 14 raus? Im August. Kommt erst im August raus, die neue. Wahrscheinlich erst Ende August. Und die andere November. Ja gut. Alex, schick alles, was da ist. Mach mal so. Ich habe jetzt 2-3 Monate Ruhe. Ich hoffe, das hat er vernommen. Ja, komm, das sei. Also die 2 und die 3. Ich rechne das dann alles zusammen. Ich weiß ja die Preise. Oh nein, du musst keinen Express machen, Alex. Es reicht normal. Ich sage es dir mal so. Dann mache ich das direkt über dich mit dem Versand. Dann schicken wir die 2 Displays und die 3 Setzka. Wenn das da ist, rechne ich alles zusammen. Und dann schicke ich das Galaxy alles mit einem Schlag. Brauchen wir keine 2 Rechnungen machen, würde ich sagen. Dann ist erstmal 2 Monate Ruhe. 2 Monate Ruhe. Ja, im Juni kommt 7 Deadly. Ja. Nee. Juli wird dein Monat.
mit mir. Im Juli kommt ja das Schwarz-Weiß-Set von Seven Deadly Sins raus. Die Post ist doch schnell, nicht bei Ida. Doch, nee, die scheiß Post war vielleicht so kurzfristig weg. Ja, uff, du sagst es. Und ich hoffe und bete, dass mich die Jungs von Battle Bier nicht vergessen haben, weil sonst flippe ich aus. Flippe ich wirklich aus. Ist schon ausverkauft und nee, da hast du keine Chance mehr. Das ist eines der beliebtesten Sets aus diesem ganzen Jahr. Was? Harley zeigt mir gerade die Pre-Release Full Art von der Opus 14. Oh mein Gott, was zeigst du mit den Bildern hier? Harley eskaliert schon wieder. Alex, alles okay. Harley, lass das. Okay, jetzt ist Harley wieder im FF-Fokus. Ja, den nächsten Abend. Ja. Wie gesagt, ich habe bei den Battle Beers, weil die machen ja auch schwarz-weiß, die haben ja ihren. Wir haben es gesagt, Aaron macht ja bei Battle Beers, ist ja der Schwarz-Weiß-Experte. Den habe ich ja angeschrieben über Messenger. Den habe ich gesagt, was ich will. Der hat mich auch angeblich auf die Vorbestellerliste gepackt. Ich bete für die, dass die mich nicht vergessen haben. Sonst existiert dieser Battlebier-Schuppen nicht mehr danach. Ich werde die auch kurz vorher nochmal anfragen. Weil ich habe bei denen Display und Packs im Wert von fast 600 Euro bestellt, vorbestellt. Nur von Seven Deadly Sins. Dass das Urlaubsgeld gut drauf geht. Ich hoffe jetzt, dass über Kartenbanken noch ein bisschen was rausgeht. Wie gesagt, ansonsten. Ja, genau, Alex. Oha. Habe ich dir gesagt, ich sortiere jetzt, da brauche ich dringend einen Bullketter. Ich habe hier geschätzt. Lass mich raten, Alex. 4000 Karten rumliegen gerade. Wirklich 4000 geschätzte Karten liegen rum, die jetzt an den Bullkettler müssen. Wenn ihr sowas habt oder einen kennt, könnt ihr mir bei Gelegenheit gerne mal einen Link oder was schicken oder einen Namen oder irgendwas. Wenn ihr selber einen kennt oder habt. Ich weiß nicht, wie ihr das handhabt mit den ganzen Überkarten. Schwarz-Weiß, Alex, ist nicht schlimm. Schwarz-Weiß ist ein eigenes Herstellerstudio. Das ist wie, sage ich mal, Bandai Namco, die ihr eigene Karten machen. Schwarz-Weiß macht zum Beispiel Komplett-Sets über... Hauptsächlich über Animes macht Schwarz-Weiß nur Sets. Ist zum Beispiel Persona kam auch ein Set raus, aber da war ich noch nicht so in diesem Persona-Hype. Jetzt, wo das ganze Kartenspiel jetzt angefangen hat, habe ich die Persona-Karten gesehen, aber du kriegst die nicht mehr. Die kamen ja wann raus? Vor 2 Jahren, 3 Jahren? Zeig mal. Zeig ja. Kann ich bei Kartenmarkt Bullsammler verkaufen? Echt? Muss ich mal gucken, Alex. Wie gesagt, das sind zwei so Karten, die sind zum Beispiel aus Schwarz-Weiß, die sind von Persona 5. Ich habe das viel zu spät registriert. Es gab ein echtes Kartenset von Persona 5 damals. Das sind zwei Karten, die ich mir gekauft habe, weil ich sie hübsch fand und die waren fast nichts wert. Das ist zum Beispiel ein Schwarz-Weiß-Set. Die machen hauptsächlich über Animes, ob das jetzt SAO ist, ob das jetzt Date Life ist, ob das Fairy Tail. Ja, Alex, sag ich schon. René, es gab ein Kartenset von Fairy Tail. Gab es auch. Und nein, Alex, ich habe dafür keine Vorbestellungsbestätigung von denen bekommen. Ich habe mit denen damals nur über Messenger geschrieben, dass sie mich auf die Vorbestellerliste packen. Seitdem habe ich nichts mehr gehört von denen. Ich
weiß nicht, vielleicht soll ich nochmal nachfragen, ob es irgendeine Vorbestellerbestätigung gibt zur Sicherheit. Wäre vielleicht so die Lösung, oder? Ja, wie gesagt, Moment, ich kann einfach gucken, ich bin gerade. Ich guck mal auf den Kartenmarkt. Ich kann mir noch ein bisschen kurz quatschen. Ist ja nicht das Problem. Schwarz-Weiß. Ich habe mich damals durch die ganzen Schwarz-Weiß-Boxen geblättert. Boah, das ist Wahnsinn, ich sag's dir, ey. Das ist auch das einzige Schwarz-Weiß von 7-Day-Lizenz, wo ich eskaliert. Dann gibt's dieses Jahr nichts mehr davon. Also prügel mich unter anderem Harley. Also pass auf, nur um die gängigsten zu nennen. Es gibt von Schwarz-Weiß Axel Verbs zum Beispiel. Sagt dich jedem was? Okay Alex, dann schreibe ich dir nochmal an, ob ich irgendwie eine Bestätigung für die Vorregistrierung bekomme. Wäre vielleicht besser, aber wenn die mir vergessen, dann flippe ich aus. Dann fahre ich da vorbei und nehme dir den Leuten neuen Laden auseinander. Schreibe dir nochmal an, wäre vielleicht besser. Wie gesagt, von Schwarz-Weiß gibt es von Axel Verbs. Wie gesagt, es gibt von Attack on Titan für Volume 1 und 2 gibt es komplette Sets. Batman und Ninja zum Beispiel. Es gibt Card Capture Sakura. Date Alive zum Beispiel. Habe ich mir, kam jetzt vor ein paar Monaten raus, habe ich mir zum Beispiel einen Booster gekauft von Date Alive. Wie gesagt, von Fairy Tail gibt es welche. Die Karten sind mega. Allein von Fate gibt es 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 verschiedene Sets. Allein von Fate. Ja, danach mache ich halt im Saarland, genau. Definitiv. Es gibt ein Set von Goblin Slayer, René. Von Gun Gale Online. Von Killer Kill. Von Chrono Super. Lock Horizon. Mob Psycho gibt es ein Set. Habe ich auch ein Display. Ne, ein Display. So ein Ding hier liegen. Es gibt eins von Overlord. Da habe ich auch ein paar Booster hier gehabt. No Game No Life, Persona 4 und 5, ReZero gibt es 1, 2, 3, 4 Sets, SAO Education, zweiter Teil, Volume 2, Ordinary Scale, Re-Edit, Volume 2, nur SAO. Ja, No Game No Life. Das Problem ist, nee, ich habe schon geschaut, du kannst die Karten nicht mehr bezahlen, die schauen gut aus, aber die sind so teuer, du kriegst die halt einfach nicht mehr. Tool of Rue zum Beispiel, wer ein bisschen Opai mag. Und es gibt, der muss in die Küche. Ein Design Set von, wo war's denn? Ich muss kurz gucken. Moment. Welches war das? Es gab ein Design Set, das war eine Mischung aus ziemlich vielen Animes gleichzeitig. Da waren unter anderem auch Karten drin von High School DxD. Da sind Designs von Rias dabei, die sind mega cool. Ich finde es bloß gerade nicht. Ich kann mal kurz, Moment. Nee, aber Alex, das mache ich. Ich schreibe die nochmal an, ob es sowas wie eine Bestätigung gibt für die Vorbestellung, weil wenn die mir vergessen, schlage ich die. Und hinterher fahre ich den Zahler am Zahler vorbei zum Kaffee trinken. Alibi und so. Wenn René wieder da ist, zeige ich René mal was. Was hast du denn schon? Dasselbe gestern oder was? Oder was hast du noch so? Warum auch? Ja, den nehme ich. Haben wir zwei Leute mitgenommen, oder? Ja. Dauert eh eine Stunde, so lange brauche ich gar nicht mehr. Da warte ich noch kurz auf René. Dann zeige ich dir noch was. Du mit dem Leben sind zu ärgern. So, da muss ich. So, ich hoffe, ich habe nicht wieder irgendwelche persönlichen Daten hier drin. Muss ich kurz einmal switchen hier meine Bildschirme. Switcho. Ne, doch. Ja, falscher war ja klar. Aber so rum.
Ja, aber sieht, ich habe gerade mal schon ein bisschen was verkloppt. Also ich habe schon ein bisschen Geld drauf, so nicht. Das ist jetzt nur, um den Nee zu ärgern. Wir warten mal kurz auf den Nee. Die Battlebier schreibe ich an. Ob ich irgendwie eine Bestätigung kriege auch, dass da nichts verloren geht, weil wäre scheiße drum. Andererseits wäre es mehr Geld, aber andererseits könnte ich mir das glaube ich nie verzeihen. Ich liebe diesen Anime einfach. Da warten wir kurz auf Alex. Auf Alex. Mann, auf René. Ich komme schon durcheinander langsam. Der gerade in der Küche rumeiert, oder? Der René ist ja da. René, guck, schau mal, ich habe dir extra was aufgemacht. Ich habe dir extra was Schönes aufgemacht, guck mal. Ich habe mich selber hart geärgert, wie ich das alles gesehen habe. Das ist so geil, der Science dabei. Du ekeliger! Ja, diese Science sind mega cool. Also, wie gesagt, du kannst sie schon bezahlen, aber die großen, die teuren, die kannst du nicht mehr bezahlen. Das ist widerlich. Wie gesagt, ich habe ja auch von Dead Alive habe ich, ja, das sind so schön. Ich habe auch von Dead Alive ein paar Karten hier und von Overlord habe ich ein paar Karten hier und Mob Psycho habe ich ein paar Karten hier. Ja, die Karten sind echt schön. Habe ich gesagt, NA, du kriegst da nicht mehr, gibt's nicht mehr, gibt es einfach nicht mehr. Wenn dann zahlst du dich dumm und doof dann. Allein wie die Karten hier gucken. Mega nice. Wo ist denn meine Lieblingskarte hier? Ja, so schön, ey. So mega. Und ich glaube, da warst du ja voll in der Küche. Es gibt von Schwarz-Weiß. Gott, wie hieß dieses Set, ey? Ja, das sind übrigens die ganzen Schwarz-Weiß-Sets, was es gibt hier. Das sind also sehr viele. Wo ist denn das? Es gibt nämlich ein Set, das ist eine Mischung aus ziemlich allen Animes. Ach, was war das, der hier? Ich finde es gleich. Kann sich nur um Stunden handeln. Nein, Fujimu Fantasia Pongo waren das hier. Die Karten besteht nur aus verschiedenen Karten. Unter anderem, ich will mal sagen, dass René Highschool DxD auch kennt, würde ich mal behaupten. Würde mich eigentlich wundern, wenn nicht. Also, würde mich wundern, wenn nicht. Wer kennt nicht die schöne rothaarige Rias Kremori? Weiß ich nicht. Da gibt es unter anderem schöne Art Designs von Rias. Wenn ich sie finde. Da zum Beispiel. Ich finde das ein mega schönes Design. Kennen Jahre, schau doch nicht. Ach, fick dich, René, du bist ein Banause. Was ist mit den Opais? Ja, nee, musst du gucken, für die Opais. Wobei ich sagen muss, die vierte Staffel, der neue Designer, gefällt mir überhaupt nicht. Die haben es zu sehr übertrieben damit.
da zum Beispiel. So, willst du noch irgendwas sehen? Ansonsten mache ich einfach, mache ich mal Schluss für heute. Ansonsten mache ich einen Break heute. Lang schon wieder. Waren es trotzdem 2,5 Stunden. Wahrscheinlich ja nicht, weil sonst hast du mich wahrscheinlich noch mehr. Aus dem FS. Ja. Ich hab's selber, mach Schluss. Gut. Dann machen wir das so. Boom, machen wir gleich so. Badum. So. Dann bedanke ich mich erstmal fürs Zuschauen. War kurz und knackig. Wie gesagt, ich wollte ja. Wollte nicht übertreiben heute. Ich muss noch Karten sortieren. Noch ein bisschen chillen. Morgen früh um 4 wieder aufstehen. Alex schickt bitte den Rest dazu. Das heißt, wenn der Rest da ist, gibt es definitiv wieder ein Unboxing. Sehr schön. Ich muss zwischendurch eine Bank überfallen gehen. Nein, Spaß. Alles okay. Bei den Battle Beards werde ich Beeren schreibe ich da mal an, wie es ausschaut mit einer Bestätigung für die Vorbestellung. Hier irgendjemand, der heute mal streamt? Nicht wirklich, wenn ich mal so gucke, gerade aus dem Kopf raus. Doch, Lori streamt. Lori. Warum zeigt mir mein verreckter Kanal Raid es nicht an? Sie alle momentan Sword of Legend spielen. Ich habe ja letztens ein Gameplay angeschaut, das schaut fast aus wie Black Desert, wie so japanische Einheits-MMO-Brei. Wie gesagt, wir raiden mal rüber zu Lori. Ja, sag schöne Grüße, macht ihr sowieso, bleibt anständig. War echt schön, ich gebe mir ja auch Mühe, Alex. Klein, aber fein, weißt du, wie es sein muss. Und vielleicht sehen wir uns beim nächsten Mal. Nee, schaffe ich noch nicht beim Umbau, aber vielleicht ging es irgendwie anders auf die Reihe. Jetzt verdiene ich erstmal knapp 1500 Karten und freue mich dann auf die nächste Bestellung mit 600 Karten. Und wegen den Burgen auf Kartenmarkt schaue ich mal. Danke für den Tipp, Alex. So, dann bedanke mich, bleib anständig. Wir hören und sehen uns dann normalerweise nächste Woche gleich schon mal wieder. Ja, das merkt man. Tschüss, wünsche euch was.